Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Doppelhaus-Challenge in The Sims 4. Ja, und des Rätsels Lösung: Danik steht auf dem Bett. Und Aya sitzt da. Oh, Danik, jetzt geh doch mal endlich vom Bett runter. Ich will schlafen. Ja, und ich gucke jetzt mal. Sag mal, dieses Spiel, ne? Also. Schon besser. Leute, ich habe jetzt einfach das Grundstück zwischengespeichert in meiner Galerie und das nochmal neu platziert und schon steht der hier. Das ist schon mal nicht verkehrt. So, jetzt gehst du mal schlafen, bitte. Und du solltest eigentlich auch mal schlafen gehen, aber irgendwie musstest du dich ja auf das Bett von deiner Schwester stellen. Ich weiß, dass du bestimmt deine Schwester gerne mal ärgerst oder so. Das tun ja Geschwister sowieso, ne? Aber das ist dann auch ein bisschen too much. Jetzt sag nicht, dass das Bett im Weg steht. Ein Glück. Das wär's noch gewesen. So, aber. Nein, ich möchte nicht zu einer Party gehen. Ich bin froh, dass mein Sohn nicht mehr auf dem Bett steht und nicht mehr weiß, was er tun soll. Jetzt erstmal ganz entspannt hier, ja. Tür abschließen für jeden. Tür abschließen für jeden. Das hält überhaupt nicht das Gameplay auf. Und als Haustür festlegen. Meine Herren, ey. Also. Kann ja auch nichts in Ruhe machen. Nee, nee, nee. Hat sie ihre Arbeitsleistung eigentlich gehackt bekommen? Ich habe da echt nicht drauf geachtet, weil ich irgendwie mit was anderem beschäftigt war. Treuhand, Landgrab. Okay, gerissen vorzugehen ist besser als hart zu arbeiten. Dass Chihiro ihre Arbeitsleistung gehackt hat, ist sowohl gerissen als auch harte Arbeit. Ja. Yeah. Wo ist jetzt ein Monster unterm Bett? Aya hat entdeckt, dass unter ihrem Bett ein Monster ist. Ja, Mensch. Kannst du nicht mit dem Monster reden? War nicht erfolgreich, ja. Weißt du was? Dann geh halt nachdenklich duschen und auf die Toilette. Nicht Mami, lass die schlafen jetzt, Mensch. Die muss morgen bei der Arbeit sich befördern lassen. Wir können hier Livos nicht hinterherhängen, weil ich wette, er wurde befördert und ich nicht. Das kann ich dir nämlich jetzt schon sagen. Monster. Nein, nicht Monster. Genau, lass einfach das Monster Monster sein. Das wird dann da nicht mehr sein. Das Chili, was wir gemacht haben, ist auch nicht mehr da. Die Katze hingekotzt oder was? Ey, super. Grandios. So, unser Sohn ist einfach so bombastisch, dass der richtig verschlafen zur Schule gehen wird. Ist echt super, echt Premium. So, wir müssen in 3 Stunden arbeiten. Wir werden jetzt aber noch mal ganz entspannt schlafen. Dann ernehmen. Ja, nehmen wir doch mal eine erfrischende Dusche. Lass den jetzt schlafen, ne? Also auf Toilette gehen und essen kann der in der Schule noch. Meine Herren. Ich muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Oh no. Geh doch mal duschen. Heutige Post wurde zugestellt. Eine Rechnung. 6.700, ey, heilige Scheiße. Wie sollen wir denn bis morgen so viel Geld auftreiben? Erstmal einen Frosch züchten. Jetzt haben wir extra ein neues Bett gekauft, was wir eigentlich nicht hätten tun sollen für Aya. Okay, jetzt kann sie besser schlafen, das ist schön, aber ja, jetzt haben wir natürlich kein Geld, um unsere Miete zu bezahlen. So, du darfst fleißig lernen und du stehst bitte mal auf und gehst zur Schule. Immerhin bist du ein bisschen ausgeschlafen. Was macht sie jetzt? Nein, sie muss jetzt eh gleich zur Arbeit. Dann geh auch schon mal hier hin. Oh, perfekt. Eine arme Katze, ey.
So fleißig arbeiten. Danik, Mensch, geh doch mal schneller zur Schule. Was ist das für Musik? Dann machen wir unsere monatlichen Dienste eigentlich noch. Ein Test steht an und Arya ist sehr nervös. Ihr Kopf ist total leer. Abschreiben vom Nachbarn würde auch nichts helfen, da der selber schlechte Noten hat. Was soll sie tun? Eine Krankheit vortäuschen oder einfach tief durchatmen? Sie atmet tief durch. Arya versucht, die Angst zu unterdrücken, indem sie tief und ruhig durchatmet. Und es wirkt. Sicher, ihre Klassenkameraden werfen ihr, ja, das funktioniert noch, werfen ihr amüsierte Blicke zu, aber als Einserkandidatin muss man jeden Test ernst nehmen. Konkurrenzprodukt in Arbeit. Chihiro erfährt inoffiziell, dass ein Konkurrent an einem Produkt arbeitet, das fast identisch mit dem ist, an dem sie gerade arbeitet. Sie kann die Geschäftsleitung informieren oder still sein und hoffen, dass der Konkurrent einen Reinfall erlebt. Wir warten mal ab. Scheiße. Huch, in einer Pressemitteilung wird bekannt gegeben, dass das Konkurrenzprodukt nicht nur für den gleichen Markt erscheinen soll, sondern zudem über mehr Funktionen verfügt als das von Chihiro. Verärgert darüber, dass Chihiro nichts davon mitbekommen hat, stoppt die Geschäftsleitung das Projekt. Gott. Danek schnappt sich sein Mittagessen aus dem Rucksack und entdeckt etwas Rotes darin. Es ist ein herzförmiger Zettel, auf dem nur "Du bist süß" steht. Er glaubt, dass er von dem neuen Mädchen stammt, das immer so starrt. Fragt er es oder wartet er einfach ab? Wir warten mal ab. Danik entscheidet abzuwarten, ob sich jemand von sich ausmeldet. Beim Mittagessen lachen ein paar Freunde über ihn und einer ruft: "Hey, Süßer!" Danik zieht den Zettel hervor und wirft ihn nach ihnen, wobei er selbst über den Witz lachen muss. Irgendwann wird er tatsächlich so eine Nachricht erhalten, aber zum Glück noch nicht heute. Ja, das kannte ich schon. Ich finde jetzt cool, dass die immer unterschiedlich ausgehen können. Weil bei der Nachricht, die ich hier mit Chihiro jetzt hatte, die hatte ich ja in der Full House Challenge und da haben wir das andere ja bekommen und da war das die schlechte Idee. Da wäre das andere das bessere gewesen. Was? Was? Stirbt die Katze jetzt? Nein! Nein! Die Katze stirbt! Oh nein! Der Sensenmann kommt durch die Tür. Muss erstmal auf seinem Tablet nachgucken. Oh nein, die Katze ist tot. Oh nein. Ja, kannst du dein Tablet nicht bedienen oder was? Jetzt mach mal schneller. Wird interessant, dass Livos sein Hünd. LOL! Oh mein Gott! Heilige Scheiße! Wie der zugecruncht hat! Ja, jetzt steht er noch ein bisschen in unserem. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber jetzt bedient sich der Sensemann an unserem Bücherregal. Du bleibst jetzt nicht im Haus hier, oder? Er hat ein Handy. Cool, der Sensemann hat ein Handy. Erst sind wir unseren Vampirvater nicht losgeworden, ja? Und jetzt werden wir den Sensenmann nicht los. Ich will ja nicht sagen, dass das doof ist oder so, ne? Aber was denken die Kinder, wenn die ins Wohnzimmer kommen und da steht der Sensenmann? Okay, jetzt ist er weg. Sag mal, du räumst unser Regal aus und dann gehst du einfach. Willst du mich verarschen? Du bist echt ein gammliger Sensenmann, weißt du das? Aya ist mit einem Schulprojekt nach Hause gekehrt. Anscheinend hat Aya Probleme in Mathematik. Sie kommt nicht über die 1 hinaus. Yes, Aya, du bist unser Vorzeigekind. Danik hat auch ein Schulprojekt. Danik hat hart gearbeitet und ist jetzt Zweier-Grundschüler gut gemacht. Das ist schön. So, die beiden stehen sich sehr nahe. Nein, die Katze ist tot. Oh nein.
Um Mira trauern. Und um Mira trauern. Dann darfst du Computerspiele spielen vielleicht, damit du besser gelaunt bist. Spiel spielen, Rechenspiel, das macht dir nämlich Spaß. Und Hausaufgaben hast du ja nicht. Das ist gut oder schlecht, je nachdem, wie man das jetzt mal darstellen möchte. Ja, komm, also. Weißt du was, du machst jetzt mal schnell Hausaufgaben, Danik. Halt, wir machen die Versammlung. Dann ist Hausaufgaben denn nämlich schneller. Sag mal, Papa, du bist auch echt gefühlskalt, ne? Dein Sohn weint da, weil die Katze gestorben ist und du gehst dran vorbei und guckst Fernsehen. Imaginären Freund Bescheid. Um Hilfe bei Hausaufgaben bitten. So, wenn der Papa dabei ist, dann geht's gleich besser. So. Halt, stopp. Du machst jetzt Zusatzaufgaben. Und bittest ihn nochmal darum zu helfen. Ja. Mental Level 2. Das ist natürlich sehr gut. So, sie gönnt sich. Oh, sie spielt Puppen mit ihrem Vater. Das ist süß. Das finde ich ja echt toll in Sims, ne? Dass die so zusammen spielen dann und so. Ist echt cool. Boah, erstmal meinen Knochen knacken lassen. Ich möchte natürlich E-Sportler werden. Und es ist schräger Humor und krasser Spaß-Dings-Festival. Ich wurde befördert. Ich verdiene jetzt 43 mehr pro Stunde. Habe 933 Simoleons Bonus bekommen, habe einen CD-Stapel im Inventar. Okay, du gehst jetzt mal hier hin, um die Katze trauern. Verbindung zur physischen Welt stärken. Warte mal. Die Verbindung von Mira zu dieser Welt wird immer schwächer. Bald wird ihr Geist schwinden, sodass sie nicht mehr in der Lage ist, herumzuspucken und Sims heimzusuchen. Chihiro kann die wohlmeinenden Mächte auf der anderen Seite anflehen, Mira noch etwas mehr Zeit zu gewähren. Danik hat Zusatzprüfung abgeschlossen, das ist schön. So, dann, du kannst ja deinen Papa mal liebevoll umarmen. Das ist immer schön. Ja, wir wollen auch gleich aufs Festival gehen. Was macht sie da bitte? Scheiße. Oh. Die respektvolle Geste von Chihiro wurde gewürdigt. Die Ahnen haben ihren Ruf erhört und einen Dia de los Muertos feiernden in die Nachbarschaft gesandt. Dia de los Muertos. Okay. Wir werden Mira ins Jenseits entlassen. So, und jetzt werden wir aufs Festival gehen mit unserem Sohn, der total müde ist, aber das ist egal. So. Wir wollen nämlich, dass alle diese Sachen da bekommen, damit wir das verkaufen können und unsere Miete dazu bezahlen. Wäre schon nicht schlecht, ne? Mensch, immerhin wurde ich befördert. Ich hacke nochmal meine Arbeitsleistung, das ist, glaube ich, ein guter Plan. Zehn Jahre später. Okay. Küss mal die Wange von deinem Kind. Umarmen.
Und dann werdet ihr euch der dunklen Seite der Macht anschließen. Jetzt kommt mal alle her. So, der brennt hier ein bisschen. So, und ich brauche Vergnügen anscheinend. So, dann setzt du dich am besten. Na, wir können ja zusammensitzen machen hier, guck mal. Du kannst mit deinem Sohn mal reden. Kennenlernen. Lern deinen Sohn kennen, ist ein echt guter Plan. Oh. Der stirbt jetzt nicht ernsthaft, oder? Oh, ich glaub's nicht. Oh, Moment, ich muss meinen Freund retten gehen. Oh Mann, ey. Oh. Er stirbt die Katze. Oh, und jetzt unser Vater vom Kind. Super. Bitte sag ja, bitte sag ja, bitte sag ja. Er wurde ins Leben zurückgeholt. Oh, geil. Das ist ja geil. Hallo? Freust du dich mal? Der Sensenmann muss den jetzt wieder zurückholen. Ach du Scheiße. Ey, das ist ja eine echt besondere Folge hier. So, wisst ihr was? Ihr setzt euch jetzt mal zusammen hier hin, bitte. Damit der nicht doch mal abkokelt. Ich dachte ja, der achtet da drauf, aber nein. Es geht nicht. So. Tiefgründige Unterhaltung. So, mit Danek plaudern. Vielleicht sollten wir mal die Versammlung beenden. Und jetzt können wir noch vielleicht die Punkte hier kriegen, um zu gewinnen. Sie hat auch überhaupt keinen Bock mehr und alles, ey. Zeugen, dass Tee giftig ist, Teesabotage andeuten. Dann redest du mal mit deinem Papa über Schule, der gerade dem Tod so von der Schippe gesprungen ist. Ich finde ja diese Gestiken dabei sehr spannend, ne? Halt, stopp. Ah ja, du möchtest, dass wir gewinnen. Du kommst jetzt zurück und überzeugst hier alle von Tee und so weiter. Nur damit wir jetzt hier diesen blöden Kack hier gewinnen. Damit sich das Ganze hier auch gelohnt hat, ja? Meine Herren, ey. Das ist alles kompliziert. Überzeugen, dass es wirklich Monster gibt. Ey, das ist ja geil. Oh, wenn ich Bananenwitz lese, dann muss ich immer dran denken, dass ich vergessen habe, meine die Bananen vorhin zu kaufen. Ich wollte ja extra Müsli mit Bananen mal machen, aber nein, Shiro hat die Banane vergessen. Gewinnen wir jetzt bitte? Macht sie jetzt? Sich einen Kaffee. Das ist auch keine schlechte Idee, ne? Okay, wir machen das jetzt mal ganz dreist. Ihr macht jetzt mal hier ein Nickerchen alle. Nee, du nicht. Du machst mit deinem Mann rum, der gerade dem Tod entkommen ist. Tag verschönern. Über Spiele diskutieren. Lustige Gesichter schneiden. Voller Verzweiflung trinken. Braucht Vergnügen. Romantik. Flirten. Wenn wir schon mal dabei sind. Mensch, ihr habt euch bestimmt schon mehrere Wochen nicht geküsst oder so.
Aber wir haben gewonnen, Zuneigung auszudrücken. Okay, dann müsst ihr jetzt leider alle nach Hause gehen. Also leider. So, tschüss, Papa. Ich hoffe, du wirst es mir danken, dass ich dein dummes Leben gerettet habe. Nur weil du nicht... nein, du gehst da nicht hin. Du gehst jetzt nach Hause. Dass dir nicht verfolgt wird, ne? Nein. Nein. Oh, das ist alles anstrengend hier, Leute. Der fällt doch gleich um. Brauchst du nicht einen Urlaubstag von der Schule nehmen oder so? Ich glaube, das können die sogar, die Kinder. Das finde ich geil, dass die sich einen Urlaubstag von der Schule nehmen können. Also es ging mal, ich weiß nicht, ob es immer noch geht. So, sie geht ins Bett, das ist gut. So, und ihr ruft jetzt in der Schule an, dass ihr einen Urlaubstag haben wollt. Um 0.31 Uhr. Urlaubstag neben Schule. Alter, sie kann 5 Tage Urlaub nehmen. Ich finde das so geil, dass die Urlaubstag nehmen können in der Schule. Ah, er hat einen Tag Urlaub bekommen. Genommen, ey, ist das super. Jeder nimmt gern Urlaub von der Schule. Ah, das Töpfchen könnte ich da mal wegmachen bei Zeiten. Gehst du bitte schlafen? Wie kommt ihr auf die Idee, sich einfach aufs Bett zu setzen, bitte? Ich wusste, dass sowas passiert. Monster unter Bett einsprühen. Hast du es jetzt eingesprüht? Dann ist ja schön. So, und du? Ach, wir haben es dahinter gestellt. Ja, so wird das natürlich auch nichts mit, ja. So, wir essen mal Pfannkuchen. Wir können den ganzen Kram hier mal verkaufen. Allein diese Puppe bringt 900 irgendwas. Das ist echt praktisch. So. Verkaufen wir seine Sachen auch mal. So. Du nimmst dir einen Pfannkuchen. Du gehst schon mal hier hin. Du nimmst nämlich auch gleich einen Pfannkuchen. Er muss mal dringend aufs Töpfchen, ey, aufs Toilette. Ja, dann gehst du mal aufs Klo. Darfst da mal duschen. Darfst dir einen Pfannkuchen-Dings nehmen. Du nimmst dir ja auch mal einen Pfannkuchen-Dings. Um 3 Uhr morgens, ey. Also, wir sind echt eine vorbildliche Familie. Das Familienleben wird hier groß geschrieben. Schlafen. Ja, dieser Typ, ne? Genau, geh duschen, dann auf Toilette. Ja, hör auf zu duschen, ist auch okay. Genau, plaudert ein bisschen, Tag verschönern. Über Schule reden, Popkultur beziehen, von neuer Show schwärmen, keine Ahnung, von Ideen erzählen. Gehst jetzt mal endlich aufs Klo, das ist schön. Meine Herren, es ist eine einzige Katastrophe hier mit den Kindern. Ne? So, dein Projekt stellen wir mal hier hin. So, was macht euer Essen? Es wird gegessen, das ist schön. Ich tipp mal, sie ist eher fertig. Danik, was machst du da? Nein, nicht schlafen gehen. Du sollst einen Pfannkuchen essen. Ey, dieser Mann, der ist echt... Der hat echt Probleme. So, geh mal auf die Toilette. Geh mal duschen und dann gehst du vielleicht nochmal schlafen am besten.
Videospiele spielen. Das ist natürlich schön. Seht ihr es auch erstmal frei, das ist gut. Ja, dann nimm halt von da einen Pfannkuchen und ess den erstmal. Das wirst du wohl hinkriegen, oder? So, sie bringt das weg, das ist gut. Dann gehst du am besten mal hier unten auf die Toilette und gehst dann schlafen. Und die beiden haben sich jetzt ja einen Urlaubstag genommen von der Schule. So, und Danik geht jetzt auch schlafen. Jetzt darfst du mal ausschlafen, das wird schön. So, wenn alle dann nochmal schlafen gehen. Ich habe frei, meine Kinder haben frei, alles super, ey. Sehr schön. Der Danik wird angerufen. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Leander angefreundet hast. Er ist ziemlich cool und dem Tod entkommen. Ja, ich weiß, ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Schlaft einfach mal alle ausgiebig. Kommen hier Gärtner und so und pflegen hier alles. Das ist natürlich gut. Wir brauchen hier noch irgendwas für die Kinder, was noch Spaß macht. Ah, er hat Geburtstag. Oh nein. Verdammt. Ja, was machen wir denn mit ihr? Es wäre ja nicht schlecht, wenn sie erstmal spielt, oder? Komm, steh mal auf und spiel erstmal. So, du stehst auf. Öffnest den Kühlschrank für eine Portion Pfannkuchen. Oh, wir haben ja auch noch, das ist gut. So, dann verkaufen wir das mal fleißig. Das ist nämlich das Schöne an diesen ganzen Festivals. Frösche züchten. So, dann verkaufen wir das auch. Alles fertig. So, Rechnung bezahlen. Dann Post bekommen, falls man da noch was hat. Okay, dann darfst du jetzt noch mal mit dem Dino da spielen. Vielleicht zählt das auch. So. Okay, dann darfst du dann beim Essen mal den Comedy-Kanal schauen. Ja, komm, Post bekommen brauchst du nicht mehr. Oder doch, dann machst du es halt danach. Warum zählt das denn nicht? Mumphy-Monster. Naja, immerhin hat sie jetzt ihren Spaß fast wieder, ne? Das ist ja schon mal etwas. So, sie bekommt auch ihren Spaß wieder. Dann können wir nämlich eine Geburtstagsparty machen. Sie hat Level 6 erreicht. Nein. Okay, dann hör mal auf. Mach das mit der Post einmal. Dann darfst du. Nee, kochen. Weiße Torte. Dass jemand, der dir sehr am Herzen lag, aus dem Leben geschieden ist. Mein Beileid. Oh, danke. Dankeschön. Es war unsere Katze. Wir jetzt eigentlich noch einen Grabstein für die Katze machen? Ach, das ist ein Grabstein für die. Ah. Ja, dann werden wir den Grabstein noch mal ordentlich hinstellen. Mira. Mira wird im Garten begraben, natürlich. Was geht denn jetzt ab? Wo sind die ganzen Spielzeuge her? Ich frag nicht. Ich frag einfach nicht, wo sie plötzlich Spielzeuge her hat. So. Du möchtest jetzt einmal nachdenklich duschen gehen. Und der Danik, der steht am besten mal auf. Auch nachdenklich duschen. Eh nur noch ein Pfannkuchen übrig. Immerhin klappt das hier schon mal mit dem Kuchen. Koch im Rampenlicht. Lass einen Sim den höchsten Level in der Kochfähigkeit erreichen.
Yes, ich habe Level 10 in der Kochfähigkeit erreicht. Ich kann jetzt Brathähnchen und Thunfischauflauf machen. Ist ja geil. Ey, dann nimmst du das mal. Darfst hier dann Geburtstagskerzen hinzufügen. Da, Nick, jetzt ess das hier bitte. Schau dir dabei gerne den Kinderkanal an. So, und dann darfst du noch mal ein Gourmet-Menü zubereiten. Und zwar Pasta Primavera in Partygröße. So, du ziehst dich aber auch bitte jetzt an, weil wenn du gleich die Party organisierst... ist auch noch ein Schlafanzug, das ist natürlich nicht so geil. Okay. Outfit ändern in die Alltagskleidung. Wobei, wir ziehen ihn mal schick an für die Party seiner Schwester. Deine nimmt die Alltagskleidung. Oder darfst du das mal aufräumen? Du bist ja ein sehr vorbildliches Kind. Hat sie unten nochmal schnell auf die Toilette gehen. Achso, nebenbei, ich wollte ja mal gucken. Service engagieren. Katze adoptieren. Mal sehen, was für Katzen wir zur Auswahl haben. So. Coco ist weiblich und sterilisiert. Fiona, Mia, Sydney, Kuro, T, Feifei, Stella, Magnus und Cashy. Ich finde Coco ja ganz süß bis jetzt. Aber wir warten noch mal ein bisschen ab. So, dann darfst du hier noch mal den Müll leeren. Kommst du nicht an den Müll ran? Okay, wir verkaufen die Pflanze jetzt einfach mal ganz dreist. Stell den Müll einmal mal so ein Tickchen seitlich hier hin. Ach, wir haben ja noch diesen CD-Stapel hier so. Kannst du jetzt den Müll leeren? Jetzt kannst du ihn leeren, Mensch. So, sie ist hier sehr fleißig. Schön. So, dann darfst du Tisch decken mit Party-Location in Burgunderrot. Du spielst keinen Schach, sondern du organisierst jetzt eine Party. Gesellschaftliches Ereignisplan. Aber wir machen das in der nächsten Folge. Für diese sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und ciao und ja, bis zum nächsten Part.